willkommen zu einem neuen Großprojekt. Ich möchte ja einmal einen komplett neuen Schreibtisch für meine Frau und mich bauen. Aktuell haben wir zwar schon quasi gegenübergesetzt voneinander ein, aber unterschiedlich. Ich möchte einen bauen, der einmal komplett rundherum geht, quasi in einem U, wo es halt dann optisch auch natürlich besser zusammenpasst. Wichtig ist mir, und das sind auch diese Pakete, hinten der Querkorpus sozusagen, das wird ein langes großes Ordnerregal. Meine Frau hat sehr viele Ordner von der Arbeit. Und damit wir die irgendwie unterbringen, wird das hier ein zweiteiliges Ordnerregal, auf dem wiederum dann die Tischplatte aufliegt. Dazu dann aber später mehr. Ich würde sagen, wir packen erstmal das Holz aus, das ist gerade eben erst gekommen. Warum nicht in Rohplattenformat? Ist doch eigentlich günstiger. Ja, ist es. Das Problem ist, das hat jetzt genauso viel gekostet wie zwei Rohplatten, die ich dafür gebraucht hätte. Klar, dann hätte ich was übrig gehabt, aber ich hätte dann wieder schneiden müssen und vielleicht wäre es sich dann noch irgendwo nicht ausgegangen wegen Verschnitt oder sowas. Von dem her habe ich mir gedacht, weißt du was, diesmal einfach fertig bestellt und gut ist. Wir fangen mit dem hier an, das schon ein bisschen kaputt ist. Schauen wir mal. Ich habe das Ganze jetzt online bestellt. Das heißt, natürlich ist das ein Nachteil, man weiß nicht, welche Qualität man bekommt. Ich würde aber sagen, wenn man es nicht ausprobiert, weiß man es nicht. Wenn das hier ein guter ist, verlinke ich euch den natürlich mal unten in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch selber da auch vielleicht was holen. Okay, das Klebeband ist schon mal nicht so geil, weil es hinterlässt die Spuren auf dem Holz. Ansonsten, die Schnittqualität ist schon mal nicht schlecht. Allerdings, das Holz kann teilweise ein bisschen auch ein Randstück gewesen sein, hier teilweise. Es riecht aber sehr frisch, es fühlt sich gut an. Ich würde sagen, wir messen mal kurz den Winkel nach. Schaut aber soweit alles gut aus. Schauen wir mal, wie der Rest ausschaut. Ja, der Rest sah soweit sehr gut aus, deswegen verlinke ich euch mal den Lieferanten unten in der Videobeschreibung. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich denn dann mein Kästchen zusammenbauen werde, denn ursprünglich geplant war es mit Lamellos, aber da ich ein, zu dünnes Material verwendet habe, geht das nicht. Die Lamellos würden irgendwo rausschauen. Deswegen machen wir das Ganze einfach mit unserer Oberfräse. Wir fräsen Nuten ein und hängen die zusammen. Wenn man jetzt gerade nicht sieht, ob das eine blöde Idee ist, wenn ich das jetzt hier so drüber schiebe. Das Problem ist, mein Parallelanschlag ist dazu wenig breit. Ich brauche hier 60 Abstand. Jetzt habe ich mir einfach mal das Ding dahin gemacht. Wir haben so die Laufrichtung. Das heißt, wenn, dann würde es mir hierher schieben. Also normal müsste das doch gehen, oder? Wenn ich das jetzt hier so drüber schiebe. Wir werden es sehen. Hat geklappt. Ich würde sagen, das ist ein Erfolg. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der Fräser unterschiedlich tief geht. Ja, nee, das passt schon. 5 mm bis zu dem Holz. Da sind wir ein bisschen weiter drin. 5 mm. 5 mm. Doch, das passt. So, ist das breit genug? It fits perfect. Richtig schön press. Aber es geht rein. Okay, geil. So, ich habe jetzt gerade überall hier die ganzen Nuten reingefräst für die Rückwand später. In zwei Platten habe ich links und rechts eine reingemacht.
weil ja quasi das die mittleren Streben sind, damit die links und rechts befestigt ist. Und natürlich dann in die anderen jeweils bloß eine Seite. Und jetzt müssen wir noch die Länge abschneiden, weil die sind aktuell noch zu lang. Aber ursprünglich wollte ich die 40 tief machen, aber dann habe ich mir gedacht, ein Orten hat 30 cm, warum übertreibe ich so? Dann haben wir hinten nämlich Luft für Kabel und brauche ich das später nicht nochmal extra hinzufügen. Also ideal. Das heißt, wir schneiden jetzt hier 7 cm ab oder so. Ich muss halt messen von Hinterkant der Rückwand bis vorne muss halt mindestens 30 sein, damit ein Ordner reinpasst. Da ich ursprünglich geplant hatte, den Schrank 50 cm tief zu machen, hatte ich quasi eigentlich eine Platte extra gekauft, um daraus quasi die Quertraviere zu machen. Da ich ja jetzt aber eigentlich nur auf 40 cm gehen möchte, oder sogar noch ein bisschen weniger, nehme ich einfach die Abschnitte, die ich mir jetzt quasi vorne abschneide, damit ich dann die 30 cm für die Ordner habe, nehme ich einfach die Streifen, die dann überbleiben und kann diese dann als Quertraviere verwenden. Ihr habt es ja schon ein paar Mal bei mir gesehen im Video, ab und zu bekomme ich eine etwas ältere Generation an, sagen wir mal, Maschinen oder Dübel oder älteres Werkzeug, was halt vielleicht sogar schon D-Mark-Zeiten noch drauf hat auf dem Preisschild. Das kommt ganz oft von meinem Großvater, der mir immer wieder, wenn ich da bin, ah, hier kannst du das noch haben und das kannst du noch haben. Er selber macht halt einfach nicht mehr so viel und ihm freut es halt, dass ich hier eine Werkstatt habe. Und von ihm habe ich letztens auch mal 3, 4, 5 Kisten voll mit allem möglichen Zeug bekommen. Klar, das meiste, muss man sagen, ist eigentlich Müll. Aber ich hatte gar Glück, ich habe hier so eine Kiste gefunden von ihm. Da waren verschiedene Dübel drin und genau das brauche ich nämlich. Ich habe nämlich keine Dübel. Und da sind einmal so große standardfette Dübel drin. Was sind denn das? Das sind 10er Dübel. Die sind natürlich bei unserem 12er Holz ein bisschen zu groß. Aber das Geile ist, da sind noch kleine Dübel drin. Also was sind das? Das sind 6er oder so. Lass es 7er sein. Gibt es 7er Dübel? Ne, ich glaube, das sind 6er. 6er Dübel. Und genau die brauche ich halt für die Quertraviere oben. Also mega, mega cool. Sowas freut mich immer, dass ich halt dann doch noch irgendwo das finde. Und von dem her muss ich einfach nochmal sagen, danke Opa. Ja Leute, ich habe jetzt überall oben bei den Quertravieren Dübellöcher gebohrt. Ich hoffe, sie passen auch zusammen. Die gehen relativ streng rein, aber das Blöde ist, die Nummer größer am Bohrer, da ging sie schon wieder viel zu leicht rein. Das heißt, ich muss mit Sicherheit ein bisschen hämmern, aber das wird schon werden. Ich habe mir das jetzt folgendermaßen überlegt. Ich baue jetzt quasi einmal die Quertraviere alle so zusammen. Mit der schönen Seite nach vorne, sprich, dass die Hinterseite oben ist. Baue das alles zusammen, dann zum Schluss, wenn alles steht, kann ich dann quasi die Bodenplatte von unten dagegen leimen und von unten dann noch verschrauben, die werde ich nicht dübeln. Jetzt Leute, kommen wir zu einem Punkt, der auch der Grund für den Titel dieses Videos ist. Es hat nicht so wirklich funktioniert, wie ich mir das am Anfang überlegt habe. Es ist auch mehr oder weniger das erste Mal, dass ich mit Dübeln wirklich arbeite. Dementsprechend habe ich das auch erstmal vollkommen falsch gemacht. Ich habe nämlich nicht bedacht, dass der Dübel eigentlich auch ein bisschen Platz haben darf. Deswegen stand er dann raus, dann konnte ich es nicht weit genug zusammenschieben. Dann habe ich es auf der mittleren Position zu weit gebohrt. Das heißt, der Dübel stand auf der anderen Seite dann zu wenig raus. Und alles in allem ist es auch nicht so wirklich gerade geworden. Ich hoffe, ich krieg's mit der Rückwand noch hin. Ich meine, ich kenne das Endergebnis ja schon, aber ihr noch nicht. Von dem her, wir werden sehen. Zusammen ist es auf jeden Fall. Das heißt, das ist schon mal, nennen wir es mal, ein Halb- oder Teilerfolg. Ich hoffe einfach nur, dass ich mich beim zweiten Mal nicht so blöd anstelle. Ja, wir kommen darauf dann nochmal zurück, ne? Jetzt machen wir das Ding erstmal fertig. We'll be right back.
Leute, das erste Ding steht. Ich bin nicht so ganz zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist. Es ist erstens noch grob und schief. Ich glaube, das bekomme ich dann aber ganz gut hin, wenn ich die Rückwände hergeschnitten habe, die ich ja dann dadurch, dass sie eckig sind, hier eigentlich relativ gut reinführen lassen müsste. Aber trotzdem. Einmal hatte ich das Problem, dass ich die Dübel, die waren zu lang, das heißt, sie sind dann angestanden und ich konnte das Zeug nicht ganz nah beieinander packen. Dann in der Mitte war ich ganz schlau, ja, habe mir gedacht, bohre ich doch die Dübellöcher einfach weiter. Ja, aber jetzt steht halt auf der anderen Seite der Dübel nicht mehr weit genug raus. Dann musste ich da nochmal nachbohren, dann war alles schief, dann hat sich das alles verschoben und ach du meine Güte. Also ich sehe es von hier, dass das alles nicht im Winkel ist, aber man kann es, glaube ich, dann, wenn die Rückwände drin sind, schon irgendwie gerade bekommen. Von dem her bin ich fast am Überlegen, ob wir jetzt gleich die Rückwände für das Regal hierher schneiden sollen, dass das dann in trockenen Tüchern sozusagen ist, bevor der Leim komplett hart wird. Aber ja, man lernt aus seinen Fehlern. Ich hoffe, dass es am zweiten besser geht. Ja, aber dann mit der Rückwand, die messen wir jetzt gleich raus und dann wird das schon. Das heißt, in der Theorie müsste der jetzt hier easy reinpassen. Wodurch wir dann, wenn wir das dann verschrauben oder so, hoffentlich einen rechten Winkel bekommen. Nachdem ich die Rückwände bei dem ersten drin hatte, habe ich dann mit dem zweiten Unterschränkchen angefangen und das lief auch auf jeden Fall besser, denn immerhin wusste ich jetzt, worauf ich zu achten habe mit den Dübeln, eben auf der einen Seite durchbohren, auf der anderen Seite nicht. Ich hatte ein kleines Problem mit der unteren Platte und zwar war da die mittlere Nut nicht breit genug, also ich konnte das Teil nicht da reinstellen, obwohl ich es genau mit den gleichen Einstellungen gefräst habe wie bei der ersten. Aber es ging sich halt um 1 Millimeter, 0,5 Millimeter ging es sich nicht aus. Darum habe ich das nochmal nachfräsen müssen, aber das war kein Problem. So, der Grundkorpus steht. Ich habe bereits alles verleimt, wie ihr sehen konntet, mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Ich habe auch schon die Löcher gebohrt für die Regalböden-Einleger. Als nächstes habe ich mir überlegt, sollte ich eigentlich, glaube ich, die Türen anbauen. Aus dem Grund, weil wenn ich halt jetzt noch bohren muss und so weiter, dann rutsche ich irgendwo ab oder sowas. Das Problem ist, ich müsste oben erst übelst viel Holz umräumen, um an das 20 mm Brett zu kommen, weil ich habe ja, ich dödel, 12 mm Platten gekauft und die Scharniere brauchen aber 18 mm, weil die natürlich mit dem Topfscharnier ein bisschen weit eingehen. Das heißt folgendermaßen, ich habe keinen Bock, das oben umzuräumen jetzt, vielleicht muss ich später zur Rüstung noch machen, wenn mir dann die Arbeit ausgeht, aber ich möchte einmal rundherum überall Umleimer drauf machen. Und zwar dieses Edge-Bending hier. Ich habe noch nie damit sowas gearbeitet. Keine Ahnung, das ist halt irgendwie so ein Leim, der da hinten drauf ist. Das bügelt man drauf. Ich habe jetzt mal das Bügeleisen von meiner Mann geholt. Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal aus. Wie gesagt, der Plan ist einfach einmal komplett dran rum, damit wir die Stirnseiten nicht mehr sehen. Die Innenseiten und so weiter an und für sich. Da haben wir einmal eine Tür davor, die ja dann später nochmal verkleidet wird. Und das andere innen ist dann sichtbar. Aber das, glaube ich, stört mich nicht. Aber halt einfach die Eckseiten, die sollten, glaube ich, ein bisschen anders ausschauen. Weil ich möchte es eigentlich nicht lackieren oder streichen. Von dem her, schauen wir mal, ob das was wird. Ich habe keine Ahnung. Theoretisch könnte ich da eigentlich nur halb so breit, oder? Nee. Ich glaube, beide auf einmal geht nicht. Nee. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass das reicht. Mit Band. Aber ich würde sagen, ich probiere jetzt einfach mal eine Seite aus. Und dann sehen wir schon, ob das funktioniert oder nicht. Ich bin auch so ein Knaller. Ich denke mir die ganze Zeit, warum wird das Bügeleisen nicht warm? Dabei habe ich die Steckdose schaltbar gemacht und ich habe sie nicht eingeschalten. Ja, also gefühltmäßig, glaube ich, sind wir schon dabei. Ich habe es jetzt nämlich so auf Stufe 1,5, 2 eingestellt. Und ich glaube, dass wir eigentlich da schon loslegen können. Wie gesagt, Leute, ich habe absolut keine Ahnung, ob und wie genau das funktioniert. Aber ich bin mir sicher, wir werden es rausfinden. So. Wie ich das gelesen habe, mit viel Druck einfach ein paar Mal drüber.
Nicht zu heiß soll es sein, weil sonst klebt der Leim am Bügeleisen teilweise. Und was auch sein kann, ist, dass es danach gelb wird. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier ein paar Mal vor und zurück. Ich habe auch gelesen, man soll auch ein bisschen so schräg drauf, dass die Kante dann später einfach gut angeleimt ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich das hier richtig mache, Leute. Es ist alles rein experimental aktuell bei mir. Aber wenn man halt nichts Neues ausprobiert, dann kann man auch nichts dran lernen. Also ich lasse es jetzt noch ein bisschen abkühlen und dann, glaube ich, muss ich das irgendwie so runterschneiden. Ich habe es relativ knapp drauf gemacht, sehe ich gerade. Ich werde das mit dem Stechbeitel, glaube ich, runterschieben. Da gibt es, glaube ich, extra so Werkzeug dafür oder spezielle Messer. Sachen, die ich natürlich nicht habe. Das heißt, wir probieren es oder machen es einfach mal mit einem Cuttermesser und schauen uns an, ob das jetzt mit dem hier. Eigentlich recht zufrieden. Ein bisschen was ist rausgebrochen. Aber es schaut, finde ich, gar nicht mal so schlecht aus. Oder? Ich meine, man sieht es wahrscheinlich auf der Videokamera eh kaum. Aber ich finde es geil. Ich finde es geil, ehrlich gesagt. Doch, es gefällt mir. So Leute, weiter geht's. Eine weitere Besonderheit, die ich ja hier mit diesem Schreibtischregal-Ordnerschrank erfüllen möchte, ist, meine ganzen Kabel irgendwie ein bisschen ordentlicher zu haben. Mein Ziel ist es eben, dass das alles aufgeräumt ist. Aktuell sind bei jedem Computer überall 1000 Kabel und alles geht nochmal rum und wieder vor und zurück. Das soll sich ändern. Deswegen haben wir auch hier hinten diese 10 cm Abstand ungefähr. Das ist einmal dafür da, damit wir einfach einen größeren Abstand bzw. eine größere Fläche oben erreichen,
Denn das Problem ist, was ich nicht so geil finde, ist, wenn vorne wir übelst viel Überstand haben. So 2-3 cm finde ich geil, aber ich möchte mindestens 40 cm haben. Wenn das Regal jetzt 30 tief ist, dann nochmal 10 cm überstehen, ist scheiße. Das heißt, wir haben hinten 10 cm Platz. Jetzt ist es so, hier hinten kommen später die ganzen Kabel rein. Ich werde es nämlich so machen, es wird oben bei diesem Querbereich wird es quasi eine Luke von oben geben oder ein Brett, das ich rausnehmen kann, wo ich was einstecken kann und wieder reinlegen kann. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das vorstelle. Weil ich glaube, das wird dann vor allem interessant, wenn dann die Platte drauf liegt, weil man ja dann ungefähr 70 cm nicht mehr hinkommt. Aber ich glaube, das wird schon. Auf jeden Fall ist es natürlich blöd, wenn ich so weit runtergreifen muss. Deswegen kommt ungefähr auf die Hälfte nochmal ein Brett hin, wo quasi die Kabel dann drauf liegen. Weil dann kannst du von oben schön entspannt da drauf greifen. Und natürlich, das ist ja auch der Grund, warum wir das Ganze quasi nicht ganz an der Wand anstehen lassen, kommt auch hier an der Seite 5 cm nochmal ein Brett hin. Später kommt vorne eine Blende drauf, aber hier haben wir quasi nochmal einen 5 cm Streifen, der auch auf der Höhe dann hier weitergeht, um die Kabel rundherum führen zu können. Ja, die hinterste Schraube sieht man ganz leicht, aber ganz ehrlich, das stört mich nicht, weil erstens ist es komplett in der Ecke und da stehen ja auch dann Ordner drin und dann passt das. Und das hält und dann kann man hier schön die Kabel drauflegen. Hier, hier, hier und hier sieht man ganz minimal, also 1-2 mm im Schraubenkopf. Der Rest passt, beziehungsweise ist, ne, gar nichts wo sichtbar. Null. Also hier, aber wie gesagt, da steht dann was davor und es ist ganz hinten im Eck, weil hier oben ist ja die Schreibtischplatte bis hier irgendwo vor, glaube ich. Also das sollte keine Sau interessieren. Aber ich muss mal ganz kurz innehalten. Also ich war ja zwischenzeitlich echt ein bisschen down, weil erstens, ich würde es mittlerweile ganz anders machen. Ich würde dickeres Holz nehmen, scheiß auf die 50 Euro, was es mehr kostet vielleicht. Was ich auf jeden Fall wieder machen würde, glaube ich, ist das Edge Banding. Es gibt dem Ganzen so viel Mehrwert, es schaut so geil aus. Ein Kumpel war letztens da und hat gemeint, warum ich denn eigentlich generell immer dieses Multiplex nehme und nicht einfach mal hier dieses Fichten-Leimholz-Gedöns. Ist angeblich billiger. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil irgendwo, wo ich das geschaut habe, kosten die dann auch einen Haufen Geld. Und ja, deswegen sind sie ja trotzdem nicht schön. Wenn du sie schön haben willst, irgendwie finde ich, dann kosten die ja so viel Geld, das war's oder ist es mir einfach nicht wert. Von dem her, Edge Banding, ich glaube die Rolle hat 10 oder 15 Euro gekostet, sind 20 Meter oder so. Ich verlinke euch das Ganze auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung, weil ihr habt gesehen, das Ding ist echt easy zum draufpacken. Schaut mega geil aus, wirklich, diese Kante, wenn einfach nicht mehr Multiplex ist, gibt so viel mehr her. Also ich bin echt froh, wie es mittlerweile ausschaut und freue mich schon aufs Endergebnis. Wird geil, glaube ich. Aber wir haben noch jede Menge Arbeit vor uns. Das wird noch krass. So Leute, das hier werden ja die Türen. Ihr habt gesehen, ich habe sie zugeschnitten, habe sie einmal ein bisschen die Kanten ein bisschen gebrochen. Ich möchte natürlich nicht dieses Multiplex, wenn wir jetzt schon überall Edge-Bending gemacht haben, als Sicht lassen. Einmal werden wir natürlich wieder außenrum Edge-Bending machen, aber ich möchte vor allem auch die Sichtseite quasi bekleben mit einem Furnier. Dafür habe ich mir extra eins gekauft. Ich habe noch nie sowas gemacht. Ich habe mit einem Kumpel geredet, er meinte, oh, richtig viel Druck, lange aushärten lassen den Kleber und beten, dass es funktioniert. Wie gesagt, keine Ahnung, ich habe es noch nie gemacht, ich möchte es ausprobieren. Edge-Spanning machen wir dann danach, wenn das funktioniert hat, weil wenn nicht, dann brauche ich hier nicht mein Edge-Spanning verschwenden. Ich glaube, ich mache erst die Scharniere und dann furnieren und dann sollte das schon klappen. Ich hoffe, das ist die richtige Herangehensweise.
ich hier ein bisschen größere Unterlage hätte, würde ich mir wesentlich leichter tun, glaube ich. Ich meine, sie muss ja nicht viel größer sein. So, das machen wir. Und dann versenken wir auch mal die Schrauben. Schauen wir mal, ob wir dafür einen passenden Ratschenschlüssel haben. Oh ja. Machen Sie hier hinten mehr oder weniger bündig, würde ich sagen. Perfekt. Und schon haben wir einen größeren Tisch und man sollte das mit dem Bearbeiten leichter gehen. Und vor allem, jetzt sind endlich die Schrauben versenkt. Das war immer ein Problem. Immer. Aber ich habe es immer vor mich hergeschoben. Irgendwann mache ich das schon mal. Irgendwann war jetzt. So, und schon liegt das Ding auch von alleine fast drauf. Also, ich mach's zwar trotzdem fest, aber davor war es ja immer ein Scheiß. Und wir können jetzt auch ein bisschen besser hier hin zum Befestigen. Hat sich schon gelohnt, die 5 Minuten Arbeit hier. Etwas, was ich vor langer Zeit machen hätte sollen. Ja, aber wie es halt immer so ist, man kommt ja nie zu was. Ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen hier mit der Ständerbohrmaschine. Es ist einfach ein saubereres Arbeiten. Die Dinger passen perfekt rein. Dann sollte das hoffentlich bei allen 4 Türen passen. Im Prinzip geht es mir eben darum, weil ich habe die Befürchtung gehabt, wenn ich jetzt eben hier zum Beispiel durchbohren würde, was bei dem dünnen Material auf jeden Fall der Fall gewesen wäre, dann wäre das halt scheiße gewesen, wenn ich danach das Ding drauf leime. So kann ich das eben einstellen, weiß, dass die Türen passen. Wenn ich dann mein Furnier drauf klebe, dann sind die Türen somit schon mal final und dann eigentlich fertig. So Leute, das hier ist das Furnier, das ich bestellt habe, extra als Sicht für die Türen. Schauen wir mal, ob wir das hier rauskriegen. In einem Stück vor allem. So. Es müssten eigentlich, glaube ich, sogar 2 sein. Jawohl, sind es auch. Brauchen tun wir eigentlich nur 1. Aber ich war mir nicht sicher. Mit mir selbst. Und dann wollte ich auf sicherheitshalber einfach ein zweites bestellen, weil das Problem ist, das Zeug ist zwar nicht teuer, aber die Versandkosten. Da ist ein Gewebe drauf. Ich weiß nur nicht, ob das Gewebe, ob das schon einen Kleberanteil hat. Oder ob das Gewebe nur drauf ist, damit das Holz nicht auseinanderfällt. Wirklich stabil ist das nicht. Also ich schätze mal, ohne dem Gewebe wäre das schon längst auseinandergefallen. Leute, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Keine Ahnung. Mein Plan ist es jetzt, weil man muss das ja auch richtig fest draufdrücken, vollflächig dann am besten lange trocken lassen. Deswegen ist mein Plan. Hört mich an, ich hoffe, ich mache keinen Scheiß. Ich packe jetzt hier auf die beiden Türen Leim drauf, das sind die einen, die zusammengehören. Verteile den Leim mit dem Roller hier, dann nehme ich die einzelnen Dinger, klatsche sie drauf, dann eine Schicht Papier, denn mein Kumpel hat gemeint, was man nicht so tun sollte, ist einfach gleich das Brett drüber. Was klebt das an? Das heißt, ein Papier drüber, dann kommt diese alte Tür, die ich hier eigentlich bei sie gekauft habe, zu groß hier drüber. Und dann kommen da extrem viele Schraubzwingen drauf. Und von dem her hoffe ich jetzt einfach mal, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jetzt packen wir einfach mal hier großzügig ein bisschen Leim drauf. Okay, das ist nicht großzügig. Das ist dann schon eher ein bisschen großzügiger, weil hier soll wirklich überall Leim drauf sein. Ich weiß nicht, ob da vielleicht ein Pinsel besser wäre, aber ich will es auch nicht zu dick haben, den Leim. Nicht, dass das dann irgendwo aufsteht. Denkt ihr, das reicht am Leim? Ich hoffe es. Ich werde es mal hier eher ein bisschen knapper. Oh no. Ein Spreizel. Noch ein Spreizel? Ernsthaft? Oh ja, ein dicker Dreckbatzen. Das
nehmen wir hier die zweite Tür. Es wäre quasi eigentlich ganz gut, dass ich es im Prinzip erstmal ausprobiere, ob das überhaupt hält, aber ich möchte natürlich auch vorankommen. Einfach hier noch mit drauf und jetzt die wieder zusammen. Da bin ich wieder, Leute. Ihr seht, ich habe das zweite Teil auch noch verleimt am Mittwoch. Heute ist Freitag. Ich habe das dann soweit gelassen, musste dann los. Schauen wir mal, ob es geklappt hat, würde ich sagen. So. Soweit schaut es gut aus und es lässt sich auch nicht lösen. Leute, es könnte funktioniert haben. Bin gespannt. Aber Leute, ich bin echt zufrieden, glaube ich, wie das funktioniert hat. Wir haben eigentlich nirgendwo ein Problem, dass es sich löst bis jetzt. Das sehen wir aber dann, ob es wirklich hält, wenn wir die Seitenteile mit dem Stemmeisen runtergemacht haben. Ich denke, dass das die beste Variante ist. Oder sollte man das schneiden? Nein, ich glaube, schneiden ist blöd. Ich glaube, wir müssen das runterschaben. Hoffe ich. Wenn ich das hier schon so herlege, dann ist es schon ein bisschen mehr stabilisiert vielleicht. Da glaube ich, gibt es ein extra Messer dafür, aber sowas habe ich natürlich nicht. Wenn wir das umdrehen, auf dem Holz drauflegen und einfach mit dem Cuttermesser durchritzen, vielleicht ist das eine gute Idee. Schaut sauber aus. Schaut sehr gut aus. Machen wir so. Den Rest können wir dann alles noch vielleicht mit dem Hobel ganz fein abnehmen, aber ich glaube, das machen wir erst, wenn wir die Umleimer drauf haben. So Leute, wir montieren jetzt hier mal die Topfscharniere. Also ist alles soweit erledigt, was die Umleimer betrifft. Das heißt, wir können jetzt die Topfscharniere montieren in den Türen. Dann die Gegenanschlagsteile in den einzelnen Korpus rein. 15. Und dann können wir das Ganze mal zusammenhalten. Ich bin zufrieden, Leute. Der Abstand hier oben, den können wir dann anpassen, wenn wir die Platte oben drauf haben. Jetzt baue ich die andere Seite noch hin, einfach um zu schauen, ob wir von der Breite her hinkommen. Aber das können wir auch zur Not einstellen. Bin bis jetzt echt zufrieden. Schauen wir mal, wie die zweite Seite funktioniert. Ich kann hier noch ein bisschen auf. Es schaut schon ziemlich gut aus, muss man sagen. Es schaut schon verdammt gut aus. Die vielleicht noch einen Ticken ab hier. Die noch ein bisschen auf. Aber im Großen und Ganzen, Leute, bin ich echt mega happy. Es schaut echt verdammt gut aus. Willkommen zurück, es ist ein neuer Tag.
Ich habe heute die zweite Seite fertig gemacht mit den Türen. Schaut super geil aus. Ich war in der Zwischenzeit noch ein bisschen fleißig und habe die Tischplatten soweit vorbearbeitet. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie das Ganze gelaufen ist. So, und damit willkommen zu diesem nächsten Teil. Ihr seht hier gerade den ersten Einspieler, wo ich die Bohlen geholt habe, die wir quasi als Schreibtischplatte verwenden. Die habe ich von einem Kumpel geschenkt bekommen, mehr oder weniger. Habe ihm 2 Kästen Bier gegeben, quasi pro Bohle eine. Hat er ja auch was davon. Die lagen irgendwie auch schon 20 Jahre bei ihm rum und hat damals sein Vater quasi noch hergerichtet. Und ja, von dem her freue ich mich und möchte mich nochmal bedanken, dass ich die gekriegt habe. Ihr seht, die 5 Meter Bohlen, die waren für meinen Hänger ein bisschen zu lang. Nur ein bisschen. Und auch für meinen Schreibtisch sind sie ein bisschen zu lang. Deswegen schneide ich die logischerweise erstmal in etwas handlichere Teile, denn so kriege ich die halt in nichts rein. Ja? Also muss sowieso alles zerschnitten werden, um dann meine 2 Schreibtischplatten daraus zu produzieren. Und das Produzieren ist auch eine gute Sache, denn ja, erstens sind die natürlich von der Breite her viel zu breit für meine Handhobel. Und von dem her aber wiederum zu wenig tief, um eine Schreibtischplatte daraus zu machen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was rumschneiden und das mit meinem Equipment, das glaube ich, wäre nichts geworden. Da habe ich mit ein paar Kumpels geredet und gesagt, das kannst du vergessen, da wirst du nicht froh drum. Und deswegen bin ich wiederum froh drum, dass ich da auf die Kumpels gehört habe. Ihr seht, das sind jetzt quasi hier 4 lange, 2 kurze. Aus den 4 langen werden quasi 2 lange Tischplatten und aus den 2 kurzen werden 2 kurze Tischplatten. Wir sehen dann später, wie es genau wird. Außerdem habe ich hier noch kurz erklärt, dass ich quasi das Ganze mit meinem neuen 4 Ampere Akku geschnitten habe. Und das ging halt super easy und ohne wirklichen Verlust. Deswegen vielleicht doch in Zukunft auch öfters mal die wirklich echten Akkus kaufen. Ja, dann ging es weiter. Ich habe die ganzen Bohlen eingeladen, die jetzt endlich in meinem Auto reinpassten. Ja, und bin zu einem Kumpel gefahren, zu einem anderen Kumpel. Und der wiederum hat mir geholfen, das Ganze zuzuschneiden. Und da hören wir mal kurz rein. Ja, ihr seht schon, der ist ein bisschen anders angerichtet. Der ist halt selber quasi Zimmerer und hat deswegen natürlich dann in der Firma die Möglichkeit, da an solchen größeren Maschinen das etwas besser zu machen als ich in meiner Werkstatt. Deswegen nochmal merci dafür, Lukas, dass du mir da geholfen hast. Und ja, wir haben das Ganze dann verleimt. Und dann ging es noch zu einem anderen Kumpel und der wiederum hatte eine Bandschleifmaschine, würde ich jetzt mal sagen, oder einen Bandschleifautomaten. Und ihr seht, das Ding ist richtig geil, weil da schiebst du das Teil einfach rein und es kommt hinten fertig raus. Und somit geht's dann nach Hause mit den 2 großen und ja, aktuell noch eine kleine Tischplatte, die aber nochmal zerteilt wird. Und somit sind wir jetzt quasi hier bei der fertigen Oberfläche rausgekommen. Es fühlt sich mega, mega gut an. Ja, das Holz ist nicht perfekt. Also wir haben ziemlich viele Astlöcher drin, wir haben hier und da mal ein Wurmloch drin. Aber das stört mich nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ändere ich meine Meinung auch in einem halben Jahr. Aber ich finde sowas eigentlich immer geil, wenn du auch ein bisschen Struktur hast und nicht alles im Prinzip so ausschaut. Total gerade langweilig. Sondern da darf auch ruhig einfach mal so ein richtig schöner Ast drin sein. Das finde ich ehrlich gesagt eigentlich ganz schön. Hier und da haben wir noch ein relativ größeres oder besser gesagt tieferes Loch. Das werden wir wahrscheinlich noch mit Holzspachtelmasse auskitten. Zum Beispiel der hier, der schaut richtig geil aus, oder? Findet ihr nicht? Der hat was. Wir müssen es natürlich dann noch fertig zuschneiden. Wir müssen noch die Kanten bearbeiten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich eine Phase in den Rundung Karnis drauf machen will. Ich bin gespannt, wie ich mit dem Holz als Tischplatte zurechtkomme. Es ist ja eben ein sehr weiches Holz. Ich wollte ursprünglich dasselbe nehmen wie für meinen Couchtisch. Allerdings war da nichts mehr da. Und deswegen habe ich mich halt dann dazu entschlossen, ja, weißt du was, geben wir dem Ganzen eine Chance. Und deswegen sind eben hier diese Fichtenbohlen geworden. Bin gespannt, wie lange das Ding sauber bleibt, vor allem von Druckstellen oder so. Bei mir ist es so, ich habe eigentlich immer eine Schreibtischunterlage. Mal schauen,
ob meine Frau da vielleicht auch eine braucht. Weil, naja, wir wissen alle, wenn man da schreibt mit dem Kugelschreiber oder so, dann hast du halt ziemlich schnell Macken drin. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Jetzt bin ich gerade noch dabei, die Unterschränke fertig zu machen. Die sind jetzt soweit eigentlich durch, die Türen sind dran. Ich brauche jetzt noch zwei Griffe jeweils. Und hier brauchen wir später noch eine Blende. Und da habe ich mir was ziemlich Cooles überlegt, weil wir stehen ja quasi knapp 5 cm von der Wand weg, um einfach hier noch Kabel verlegen zu können. Und damit es später dann zu ist, kommt quasi hier, mache ich eine Art Dreieck, leime ich dahin, da kommt dieser Magnetverschluss daran. Und dann kommt quasi später einfach, mache ich nochmal zwei so Streifen. Das mache ich erst, wenn das Teil dann eingebaut ist, weil dann kann ich das hier genau ausmessen, wie groß das sein muss. Mache das auch mit dem Holz, also mit dem Furnier drauf. Und dann kann ich das einfach hier mit diesen Magneten einfach da reinklicken. Magnetisch muss man ja nicht auf und zu machen. Nur wenn man halt eben die Kabel irgendwie verlegen muss, kann man es rausnehmen. Ansonsten zack, einfach mit Magneten wieder rein. Und schon sollte das fertig sein. Das heißt, ich baue jetzt da irgendwie eine Vorrichtung, wo quasi die dann da so dran sind. Ich denke mal, ich werde jetzt hier einfach so eine Art Dreieck hinleimen. Das Teil kommt dann unten ran. Und dann, ich schätze mal, irgendwie bündig, damit wir hier wieder über die Kante drüber stehen. Mal schauen. Andererseits, dann müsste ich es wieder mit Endspending machen. Ich könnte es auch einfach nach hinten versetzt machen. Mal schauen. Mal schauen, wir werden sehen. Aber es geht auf jeden Fall gut vorwärts. Und wenn das eben erledigt ist, dann kann ich mich um die Tischplatte kümmern. Ich glaube, das schaut ganz gut aus, oder? Wenn wir jetzt da die zweite noch fertig machen und dann alles einbauen. Ich glaube, das ist halbwegs elegant. So Leute, die Unterschränke sind endlich fertig, sie stehen drüben. Jetzt geht's um die Tischplatten. Und die sind natürlich inzwischen auch ein bisschen schwerer geworden. So, das Ganze ist Fichte. Ich wollte es ursprünglich in Buche oder in Eiche machen, hatten aber nichts mehr da, mehr oder weniger. Deswegen sind sie diese 20 Jahre alten Fichtenbogen geworden. Was muss jetzt noch gemacht werden an den Tischplatten? Naja, einmal müssen wir natürlich noch die Kante bearbeiten. Wir müssen links und rechts noch abschneiden. Das ist nämlich jetzt einfach nur mit ein bisschen Übermaß hergerichtet. Wir müssen Steckdosen bohren, beziehungsweise Kabeldurchführungen bohren. Dafür habe ich mir extra ein Lochkreissägenset gekauft. Mal schauen, wie das funktioniert. Dann müssen wir es natürlich noch fertig schleifen und einlassen. Das ist jetzt bis Körnung 100. Wir werden es natürlich dann wieder ein bisschen anfeuchten, wieder abschleifen, wieder anfeuchten, wieder abschleifen. Grundsätzlich bin ich aber soweit zufrieden. Jetzt müssen wir natürlich mal schauen, was ist eigentlich oben, was ist unten. Ich glaube, das ist unten. Das Problem ist, ich habe immer zu meinem Kumpel gesagt, wenn irgendwo es nicht passt, das nehmen wir als unten hinten. Das Problem ist, ich glaube, das habe ich 5 oder 6 Mal gesagt und es gibt halt nur 2 Mal hinten, unten. Ja, das ist ein Problem. Das heißt, wir müssen schauen, wo die schönste Seite ist. Wir haben ein paar Wurmlöcher drin. Mich persönlich stören sie jetzt aktuell noch nicht. Weil wie gesagt, das soll ja eigentlich unten werden, glaube ich. Wir drehen sie mal um, vielleicht sind sie oben ein bisschen weniger. Ja, oben sind es auf jeden Fall weniger. Da haben wir hier, haben wir hinten, würde ich sagen. Wir haben aber auch hier vorne ein paar. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht spachtle ich die Wurmlöcher auch zu. Ich habe mir extra so eine Spachtelmasse gekauft. Wir haben auch hier zum Beispiel ein relativ großes Astloch. Mal schauen, was wir da noch machen. In dem Holz war natürlich auch mal wieder der Wurm drin. Mich persönlich stört sowas eigentlich nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal zuzumachen. Nicht mit Epoxidharz, sondern mit so einer Spachtelmasse. Also wie gesagt, ich habe noch nie sowas verwendet. Halt mal bis 22.03.2024, das heißt, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Heimwerker Praxis, Preis-Leistung sehr gut. Schnell trocknend für Innen und Außen, Farbton Natur, abtönbar. Trocknen muss trocken, gleichwertig, schlau und fettfrei sein. Morsche Bestandteile für Verarbeitung. Mit einem schlechten Auftragen wird nach dem Durchtrocknen lassen sind. Was? Nach dem Durchtrocknen lassen sich die ausgebesserten Stellen ausschleifen. Bohren, lackieren, heizen und lasieren. Bei Bedarf kann die Holzkits mit maximal 10% universal Abtönkonzentrat eingeführt werden. Hängt das nicht unter plus 5 Grad? Umgebungstemperatur arbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Technisches Marktblatt, bla bla bla. Dose gut verschlossen, Kinder, bla bla bla. Ja, und wie lange dauert das, bis das eintrocknet? Weil schnell trocknend, das kann jetzt 10 Minuten sein, das kann 3 Stunden sein. Was ist denn für die schnell trocknend?
Schaut aus, als müsste man das ein bisschen durchrühren. Interessante Konsistenz, aber wir werden es gleich sehen. Dann gehen wir mal rüber zur Platte. So, ich würde sagen, wir fangen hier bei der kleinen an. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dieser Spachtel wirklich die gute Idee ist, aber wir werden sehen. Und wir fangen jetzt einmal an, hier das dann ein bisschen so reinzuschmieren. Ich weiß auch nicht, ob ich da recht viel überstehen lassen muss. Vor allem werden wir auch sehen, ob das wirklich so gut hält. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das, weil es trocknet ja nur in der Luft. Und die meinen ja auch schnell trocken. Wir werden da hier gleich in 2 Minuten drüber gehen. Naja, natürlich nicht. So, jetzt habt ihr das gesehen bei einer Platte. Ich würde sagen, bei den Rest machen wir das so wie jeder YouTuber, wenn er keinen Bock mehr hat, machen einen Timelapse. Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. So, das Gröbste habe ich mal verschliffen. Natürlich noch nicht überall perfekt, aber es ist auf jeden Fall wieder gerade. Und es hat wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Wir haben eigentlich so gut wie keine Löcher mehr drin. Man sieht ein bisschen den Unterschied. Finde ich aber nicht schlimm. Es ist ein Ticken heller. Aber dafür sind keine Löcher mehr drin. Alles schön zu. Passt. Das heißt, ich werde jetzt jeweils die Sichtseite werde ich schon mal quasi zuschneiden, damit wir darauf dann einfach die fertigen Kanten drauf machen können. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich machen werde. Ich denke, unten eine ziemlich große Phase und oben vielleicht eine Rundung. Müssen wir mal schauen. Und deswegen schneiden wir jetzt hier jeweils das ab, genauso wie bei den kleinen Teilen. Dann können wir da überall die Rundung drauf machen und dann zum Schluss erst machen wir die fertige Länge, weil sollten wir uns jetzt hier nochmal irgendwie vertun oder sonst irgendwas, dann können wir nochmal ein bisschen was abschneiden. Na, komm mal. Ja, das ist halt überhaupt nicht gerade, gell? Ich bin null zufrieden damit. Alter, ist das eine hier. Letztlich ist die untere Kante schaut sauber aus als die obere. Dann ist das Ding null im rechten Winkel. Da fehlt es um 3 mm. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Ist schon besser. So, die Teile sind zumindest an der Sichtkante zugeschnitten. Bei den zweiten Versuchen ging es dann schon besser. Der erste war katastrophal. Und deswegen würde ich sagen, schleife ich da einfach nur einmal ein bisschen drüber in der Hoffnung, dass wir das ein bisschen gerade kriegen. Jetzt müssen wir uns überlegen, was wir denn eigentlich da für eine Kante oben drauf machen. Ich meine, ein paar Möglichkeiten haben wir ja. Wir könnten eine große Phase drauf machen, einen Innenradius machen, was ziemlich bescheuert wäre, würde ich sagen. Entweder wir machen oben einen Radius 6 drauf, habe ich mir überlegt, und unten eine ziemlich große 45 Grad Phase drauf. Das glaube ich könnte ganz gut ausschauen. Wir machen das Ganze mit unserer handgeführten Oberfräse. Die habe ich schon, glaube ich, ein Jahr lang benutzt, so wie sie ausschaut. So, dann schauen wir uns doch mal an, ob das funktioniert. Leute, damit bin ich zufrieden. Das schaut und fühlt sich gut an. Wir machen oben eine kleine Rundung und unten machen wir, glaube ich, wirklich eine große 45 Grad Schräge. Weil dann wirkt es nicht mehr so massiv, nicht mehr so fett.
Leute, vor dem einen Ast noch hier hatte ich ein bisschen Schiss, aber er ist drin geblieben. Wir werden das einfach auch zuspachteln wahrscheinlich und dann passt das. Genau, hier wie gesagt noch ein bisschen verschleifen. Das sollte sich dann eigentlich ausgehen mit der anderen Phase von der anderen Platte. Und somit sind die Kanten drauf. Da ich die Platten ja jetzt gerade von unten da habe, werde ich einmal ganz kurz noch was machen. Und zwar habe ich vor, eine Wireless-Ladestation einzufräsen. Ich habe mir jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht, Leute. Und ursprünglich war ja geplant, dass die Arbeitsplatte eine Tiefe von 70, 75 hat. Jetzt haben wir mit Ach und Krach 63. Der Computer, also mein PC, der soll ja später oben rechts auf der Arbeitsplatte stehen. Unser Computer hat halt einfach schon mal, ich würde mal sagen, mit den Kabeln hinten 50 cm musste eigentlich auf jeden Fall wegrennen. So, jetzt habe ich vorne nur noch quasi 10 cm Platz. Das ist scheiße. Deswegen habe ich mir überlegt, ich mache das in die kleine Platte daneben. Deswegen habe ich mir die jetzt hier mal hergelegt. Das ist quasi die rechte Platte. Der Grund erstens mal, wenn man das auf der großen Platte macht und ich mache da irgendeinen Scheiß, dann habe ich ein riesengroßes Problem, weil ich mich dann extrem ärgern werde. Werde ich hier auch, wenn ich einen Scheiß baue und zum Beispiel durchfräse, weil erstens ist drunter nämlich noch die andere Platte. Gut, das wäre unten, das wäre wurscht. Aber vor allem, weil ich es halt dann wegschmeißen kann. Und da habe ich ein Problem. Das heißt, wir müssen uns da das gut überlegen, ob und wie das funktioniert. Ich muss auch mal noch schauen, ob ich überhaupt so tief komme. Wir müssen ungefähr 5 mm vom Holz stehen lassen. Ich komme 20. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Habe ich einen längeren Fräser eigentlich? Der ist in der Tat ein bisschen länger. Kommen wir mit dem denn dann so weit runter? Wenn wir den Schaft noch ein bisschen raustun, dann könnte es funktionieren. Wir bohren jetzt einfach hier mal runter, wo wir quasi dann immer ansetzen können. Und dann müssen wir das einfach hier immer Stück für Stück ausfräsen. Ich habe ja hier einen Quick Charger. Das heißt, wir können es auch ausprobieren. Wir werden das jetzt einfach mal hier so ausfräsen, ein bisschen größer vielleicht, als ich es aufgezeichnet habe. Und dann können wir es auch testen, ob es funktionieren würde. So, ich würde einfach mal sagen, wir bohren hier irgendwo vor. Eine Riesensauerei später, trotz Absaugung. ich bin jetzt so tief gegangen, wie ich konnte mit dem Fräser, zumindest mit der Einstellung. Ich könnte noch ein bisschen weiter rausziehen und wieder festmachen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Wir sind jetzt bei einer Tiefe von roundabout circa ungefähr, also von ja, 32. Ist wahrscheinlich zu viel, weil das sind halt doch noch 8 mm. Und ich weiß nicht, ob beim Holz das geht. Jetzt ist die Frage, ob es funktioniert hat. Wir nehmen das einmal so und legen das hier so drauf. Dann drehen wir das hier um. Also hier ist ungefähr die Mitte. Das Problem ist, es muss mit Hülle funktionieren. Und es tut aber nichts. Das Problem ist, in meiner Hülle ist erstens eine Silikonhülle, also ziemlich dick. Dann habe ich hier noch ein bisschen Notreservengeld drin. Also wahrscheinlich ist es einfach zu viel, weil ohne Hülle lädt es. Also das ist schon mal gut, aber mit Hülle noch nicht. Und das Problem ist, ich habe aber immer eine Hülle dran. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen tiefer. So Leute, nach der Lieblingsbeschäftigung von jedem Hobbybastler oder auch Schreiner, dem lieben Schleifen. Ich habe es jetzt einmal abgeschliffen, 120, habe sie dann einmal mit einem feuchten Tuch einmal gewässert, trocknen lassen, dabei die anderen geschliffen und jetzt am Schluss nochmal alles mit 120 nochmal überarbeitet. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich so weit, dass wir im finalen Bereich sind. Kanten sind drauf, die Platte ist soweit fertig und könnte eigentlich staubfrei noch gemacht werden und dann eingelassen werden. Aber es gibt noch zwei Sonderheiten, die wir noch in die Platte einbauen müssen. Das sind diese drei Teile hier. Wir haben hier einmal ein Zweier-Set an Kabeldurchführungen.
Die kommen bei beiden jeweils in die Ecke hinten rein. Das ist einfach nur so ein Teil, das kannst du hier einmal rausklicken. Dann hast du hier halt ein 60er Bohrloch, kannst dir deine Kabel durchführen. Später kannst du dann hier das Teil so einstellen, wie du es brauchst. Denn mein Ziel ist es eigentlich, so gut wie möglich an die Wand ranzugehen. Die kommen, wie gesagt, jeweils in die Ecken rein, weil wir dort ja einmal die Kabeldurchführungen brauchen für einmal, sei es der Drucker da hinten, der eben bei meiner Frau, das ist nämlich die Platte gerade von meiner Frau. Wir haben da hinten einen Drucker stehen, dann gehen hier die Kabel hoch, gehen zu ihrem Monitorerhöhung, die ich hier mal gebaut habe. Das Video dazu verlinke ich euch in der Videobeschreibung und natürlich oben. Die hat schon so einen Multifunktionskabeldurchlassbaumgedöns, was auch immer. Das ist derselbe, den ich eben bei ihr eingebaut habe. Der ist bei ihr vorne in der Erhöhung montiert. Dort kann sie halt schnell USB irgendwas einstecken. USB-C ist bei meinem jetzt noch dabei, ein Kartenlesegerät. Das heißt, dann gehen einmal die Kabel hier rüber und dann eben nach vorne. Bei mir ist es dann so, in meiner Platte, wir haben einmal auch in der Ecke ein und ungefähr an der Position, wo die Monitore sind. Ganz einfach aus dem Grund, da ich nämlich hinten keine Holzerhöhung habe, wo die Kabel dann verlaufen können und die Monitore natürlich auch angesteuert werden müssen, brauchen wir dann hier eben auch noch einen Durchlass und da habe ich mir eben das Teil gekauft mit zwei USB 3.0, USB Type-C, MicroSD-Karte und normale SD-Karte. Dann kann man dadurch einfach perfekt nach oben gehen und dann ist es hoffentlich schön aufgeräumt. Zum Beispiel auch meine Maus, ich habe eine kabelgebundene Maus, dann kann man die da hoffentlich ganz gut darin verstecken. Das heißt, wir bohren 360er Löcher und hoffen, dass das alles hinhaut. Jetzt sagt ihr vielleicht, ja gut, 60er Bohrloch. Einen Forstnerbohrer so groß haben wir nicht. Deswegen habe ich mir letztens bei Amazon ein qualitativ hochwertiges Bohrerset gekauft. Ein Lochkreissägen-Set sozusagen. Also sind halt hier verschiedene Größen. Warum hochwertig? Ja, das Ding hat irgendwie 20, 30 Euro gekostet. Ich habe nach einem 60er Bohrer gesucht. Da hat dieser normale Bohrer bei einzelnen Herstellern dann schon 9 Euro gekostet. Dann habe ich mir gedacht, gut, fürs Doppelte kann ich auch ein ganzes Set kaufen. Das war auch ganz gut so. Ich habe heute nämlich schon einen 35er gebraucht. Ja, um Metall zu bohren. Ja, also Edelstahl mag er nicht so. Aber ich glaube, das stand noch drauf. Aber es half nichts. Wir sind nicht, wir mussten irgendwie da durch. Naja, egal. Wie gesagt, 60er Bohrloch, dann sollten die hier reinpassen. Boah, schaut ganz gut aus. Wir haben auch noch einen 68er, ich glaube, das ist eher für Steckdosen. Würde hier auch gehen, aber dann ist das Ding locker, das wollen wir nicht. Das heißt, wir bohren einen 60er. Und ich würde sagen, bevor wir in die Platte bohren, bauen wir da erstmal einen Test. Wir müssen das Ganze natürlich mit dem Akkubohrer machen, weil auf der Tischbohrmaschine hat das Ganze natürlich keinen Platz. Ich würde sagen, wir bohren jetzt einfach mal hier durch dieses Restbrett da durch. Okay, ist ein bisschen heiß, aber jetzt nicht schlimm, Kante ist recht sauber, schaut gut aus soweit, dann wollen wir mal das testen, ob das hier reinpasst, passt, dann zeichnen wir das jetzt jeweils an und hoffen, dass wir nicht verkacken, das wäre scheiße. Und vor allem müssen wir auch schauen, wegen Durchkommen, das hier ist ein 40er, bis wir oben anstehen und wir haben ja glaube ich 42 in der Platte, so um den Dreh. Könnte knapp werden. Ich habe mir jetzt eine Schablone gebaut und zwar ist das quasi von den Kästen, die unten drunter sind, die äußere Kontur. Wir haben ja einmal hinten den Kabelschacht, der ist ja knapp 10 cm und an der Seite 5 cm. Ich habe mir das jetzt eben hier so ausgeschnitten mit der Bandsäge, um zu schauen, wo es denn am besten positioniert ist. Und ja, das habe ich mir jetzt hier vorgezeichnet, bohre das jetzt hier aus, dann haben wir quasi eine Vorlage. Dann muss ich das nur jeweils auf die Oberseite draufstecken, bündig mit den Ecken machen und kann durchbohren. So, ihr seht, ich habe mir jetzt quasi die Schablone hier draufgelegt, angespannt und dann sollte das eigentlich funktionieren. Ich hoffe, ich habe nichts verkackt. Das ist die Seite von meiner Frau, genau. Hier kommt die Verlängerung rüber, das ist das Eck, da kommt der Drucker hin. So. Und jetzt haben wir das Problem, was ich befürchtet habe, oder beziehungsweise was mir klar war. Wir sitzen jetzt mit dem inneren Bohrer auf. Sind aber noch nicht durch. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir haben jetzt die Zentrierbohrung schon durch. Das heißt, wir bohren einfach von der anderen Seite. Okay.
Das hat sehr gut funktioniert mit dem Gegenbohren. Und somit haben wir jetzt hier in der Ecke unsere Kabeldurchführung. Und ich glaube, recht viel besser kann es nicht gehen. Bin zufrieden. Machen wir es gleich nochmal bei meiner Seite. Und dann müssen wir uns noch um die mittlere kümmern. Ich habe auch meiner Frau noch mal kurz geschrieben, sie soll doch mal bitte den Fuß ausmessen. Und der hat irgendwie 8 cm Breite. Die Monitore haben so um die 64 cm. Das heißt, wenn wir einen Monitor irgendwo so da haben, dann ist hier ungefähr irgendwo der Fuß. Dann geht der andere Monitor hier irgendwo so rüber. Ich bin generell so gesehen ein bisschen falsch, weil ich eigentlich immer auf dem rechten Monitor arbeite und auf der linken Seite habe ich meine ganzen Teamspeak, OBS oder ich schaue irgendwo dann ein YouTube-Video. Das ist bei mir alles links und auf dem mittleren zentralen Monitor arbeite ich. Das heißt, das ist dann der hier ungefähr. Und wenn wir dann eben hier so die 60 haben, dann glaube ich, ist das hoffentlich ganz gut so. Und das, Leute, das war das finale Bohrloch. Und dann haben wir hier unsere Kabeldurchlässe. Jetzt schneide ich noch den Monitorhalter aus. Wie gesagt, das sind so um die 8 cm, geht ein bisschen rund raus. Relativ in der Nähe möchte ich das haben, dass wir die Kabel dann da gleich durchführen können. Und dann schauen wir mal. Jetzt können wir uns um das Finale eigentlich von den Unterschränken oder von den Ordnerschränken kümmern. Ich möchte nämlich unten noch eine kleine Leiste hinmachen. Das Problem ist, wir haben eigentlich nur 1 cm Luft, um von der Höhe noch aufbauen zu können. Das heißt, wir haben keinen Platz für Stellfüße. Wäre natürlich geil, wenn man das noch irgendwie ausleveln könnte, aber wie gesagt, nur 1 cm Luft. Mehr wäre auch nicht gegangen, weil dann hätten wir natürlich den Schrank niedriger machen müssen, dann würden keine zwei Ordner mehr übereinander reinpassen. Das heißt, wir sind da schon mehr oder weniger am Limit. Das macht aber nichts, wir werden jetzt einfach noch hier aus diesem Stück Rückwand von irgendeinem alten Schrank, werden wir uns jetzt ungefähr 1 cm Leisten abschneiden, die wir dann unten anleimen. Dann haben wir quasi vorne so stehend quasi dieses furnierte Polster. Ich glaube, das passt ganz gut. Wir werden das quasi irgendwie 2 cm hinterhalb der Tür oder sowas dann anleimen. Dann ist es erstens abgedeckt, das heißt, es kann nicht der ganze Dreck reinfallen. Und von dem her ist es einfach dann abgeschlossen. Ja, es ist ein bisschen ein Problem wegen Feuchtigkeit. Sprich, wenn es da unten mal irgendwas ausläuft, dann hast du die Scheiße dementsprechend da. Aber damit muss man leben. Irgendwo muss man Abstriche machen und ich hoffe, dass es einfach dann funktioniert und wir nichts ausschütten. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Mein Kumpel, bei dem ich die Platten zusammengeleimt habe, der hat gemeint, ich sollte sie vielleicht an der freien Stelle vielleicht nochmal einmal verbinden mit Schrauben. Ich habe dafür auch schon eigentlich Leisten gefunden. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen eine andere Holzart, ein bisschen andere Farbe. Ist aber wurscht, glaube ich, weil erstens sieht man die nicht, zweitens wären die genau die richtige Länge. Und von dem her bin ich gerade am überlegen, ob ich die einfach noch unten hinschrauben soll. Das wären quasi Leisten, die würden hier so herkommen. Unten rein und wir haben ja hier später noch die Füße, die würden die Leisten dann verdecken. Das heißt, es wäre glaube ich gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt alles hier nochmal umdrehe und die da schnell hinschraube. Die Leiste kommt dann hier so rein, hier haben wir unseren Fuß. Der Abstand sollte natürlich ungefähr gleich sein von beiden Füßen. Machen wir 75. Bleiben hinten, bleiben ein bisschen weg. Falls wir da irgendwie ein Kabel durch müssen oder sowas. Ich werde es nicht verleimen, ich werde es wirklich nur schrauben. Und dann sollte das passen. Oh no! Ich habe damals nicht ausprobiert, ob da der Händelmeier vorbeigeht. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollten da ja Löcher bohren.
So, nehmen wir mal, ich würde sagen 4x40. Ich weiß, ich habe das viel zu groß ausgesenkt, aber dann sind sie wenigstens schön flach. 4x40, Hälfte, Hälfte, dürfte glaube ich passen. Bauen wir das Zeug noch leicht vor und gut ist. Und damit willkommen Leute zur großen Montage des Schreibtisches. Erstmal musste natürlich der alte runter und ihr seht, wie es da ausschaut. So viele Kabel, das ist echt unglaublich, wenn du ja ziemlich viele Sachen immer angesteckt hast. Da mal ein Lenkrad, da mal eine VR-Brille, Drucker und so weiter und so fort. Das heißt, da ist einiges da und das muss später alles wieder ordentlich hin. Ich gebe zu, ich habe die Montage nicht wirklich gut gefilmt. Im Gegenteil, ich habe eigentlich wirklich mich bemüht, möglichst da zügig voranzukommen. Es war ein bisschen blöd, eine Woche davor, wo ich es eigentlich machen wollte, wurde ich krank. Dann war eh wieder Stress. Deswegen das Ganze hier mehr oder weniger als Bilder-Dia-Show und ein bisschen Kommentar von mir. Ihr seht auf diesem Bild, die Schreibtische stehen. Die beiden Schränke stehen hinten, die Schreibtischplatten stehen drauf, auf aktuell noch provisorischen Füßen, die werden wir später dann noch austauschen. Und ihr seht aktuell auch noch auf der rechten Seite, da sind quasi die Monitore von meiner Frau und der Drucker und halt noch die Nanoleafs und so weiter. Das wandert allerdings alles auf die linke Seite, denn eben wir haben Platz getauscht, ich bin ab sofort auf der linken Seite und meine Frau ist auf der rechten Seite. Aus eigentlich der Hauptgrund ist, meine Frau arbeitet gerne mit einem Ordner oder was heißt, gerne mit einem Ordner. Wenn sie halt Sachen hat in dem Ordner, dann ist der für sie gerne auf der linken Seite. Deswegen auch da diese L-Form. Jetzt haben wir noch ein Problem. Da muss ein Loch rein. Ja, ich habe vielleicht ein bisschen vergessen, dass wir natürlich auch die Kabel für die Monitore bei meiner Frau irgendwie nach oben bringen müssen. Und deswegen habe ich da im eingebauten Zustand dann noch ein Bohrloch für die Kabel dahin hineingebohrt. Ging natürlich wieder ganz gut, aber wenn ich da mal eher dran gedacht hätte, wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Aber sei es drum, gibt es halt hier ein paar Close Shots dafür. Genau, und somit ist das erledigt. Das sieht man später nicht mehr, keine Sorge. Da steht nämlich dann die Monitorerhöhung drauf, die wir später dann noch umbauen müssen. So sieht es kabelmäßig bei mir momentan aus. Dann habe ich mal ein bisschen angefangen zum Kabelmanagen. Schaut schon viel besser aus. Mittlerweile habe ich dann noch alles perfekt integriert. Ja, Kabel ist wie gesagt das ganz große Problem, weil ich halt eben so viele habe. Du hast, was weiß ich, eine 5.1 Anlage, jedes Ding braucht sein eigenes Kabel. Dann, wie gesagt, der PC, da allein da drin hängen so viele Kabel, es ist, war richtig knapp, da alle durchzubekommen, durch diese kleine 60er Öffnung. Und hier seht ihr dann ein bisschen, wie das ausschaut mit dieser Kabelrail, die ich da gebaut habe, hinter den Schreibtischkorben. Und da liegen eben zum Beispiel die Power Supplies für die Konsolen drauf und ja, zum Beispiel auf beiden Seiten halt eine Steckerleiste und halt Netzwerkkabel. Das läuft alles schön da hinten entlang. Auf jeden Fall gut gegangen und so wie ich geplant hatte. Anders als ich das mit dem Monitor geplant hatte bei mir. Und zwar habe ich da das Problem gehabt, dass ich mich da ein bisschen vermessen habe mit der Position vom Monitorhalter.
denn es waren dann so, dass beide Monitore eigentlich gleichmäßig links und rechts waren und ich aber gern einen direkt vor mir habe. Das heißt, ich habe mir hier, wie man auf dem Bild sieht, so Platten gekauft, mit denen man einfach die Weser-Mount verschiebt. So, von quasi um halt 20 cm und somit passt es auch. Das Problem ist, dadurch verändert sich natürlich der Schwerpunkt. Und um den auszugleichen, damit das nicht immer nach unten kippt, habe ich an einer Stelle ein Loch reingebohrt, habe da eine Schraube drüber gesteckt und die blockiert jetzt quasi, dass das Ganze nach links oder beziehungsweise nach rechts wegkippen kann. Ja, man muss es nicht perfekt können, aber man muss sich halt auf jeden Fall zu helfen wissen und das hat auf jeden Fall funktioniert. Ja, jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass unsere Schreibtische aktuell hier beide separat stehen. Das war auch immer so geplant, versteht mich nicht falsch, ich wollte da nie eine feste Verbindung zwischen den Schreibtischen haben, auch wenn wir die jetzt hier aktuell gerade sozusagen haben. Nee, es war so geplant, falls man irgendwann mal umzieht und der Raum größer, kleiner, was auch immer wird, dann möchte man natürlich trotzdem die Schreibtische verwenden können. Und deswegen kommt mittendrin oder zwischenrein eben ein Regal. Und dieses Regal hat den Vorteil, dass ich quasi dort meine ganzen Konsolen, NAS-Server und den Subwoofer unterbringe. Und wie wir das gebaut haben, das schauen wir uns an. Ja, so ist das ganze Ding entstanden. Ihr habt gesehen, ich habe da wieder einen Umleimer drauf gemacht, damit das alles Hand und Fuß hat und zusammenpasst. Hab die Rückwände schwarz angemalt, einfach damit es von hinten kein Licht bekommt, beziehungsweise einfach, dass es halt dunkel wirkt und somit die Kabel auch nicht wirklich zum Vorschein kommen können. Und ja, hab dann hier die einzelnen Regalböden schon soweit vorbereitet. Die Rückwände sind aus drei Einzelteilen gemacht, um einfach ein bisschen Material zu sparen. Und so schaut das Ganze dann am Ende fertig aus. Bin echt happy, wie das geworden ist. Das Tolle ist eben, es ist variabel aufzubauen. Ich habe extra das Ganze nur auf einer Seite verschraubt. Somit können wir das, wenn irgendwie, weil wirklich ein Umzug stattfindet, einfach die hinteren Teile breiter oder schmäler machen. Je nachdem, wie man es halt braucht. Und so, liebe Leute,
Schaut das Ganze im eingebauten Zustand aus. Ihr seht, die Regalböden fehlen jetzt aktuell noch, aber die Kabel habe ich schon durchgezogen, dank der 5 cm oder 10 cm hinten, die wir Platz haben. Kein Problem. Somit hat jede einzelne Kabeldurchführung die genau richtigen Kabel da. Wir haben natürlich die Netzwerke, den Anschluss für Strom und so weiter für die Konsolen oder eben auch für den NAS-Server und für den Subwoofer. Und ihr seht, die Regalböden sind mittlerweile drin und auch oben habe ich natürlich eine kleine Kappe drauf gemacht. Und das Gute ist, dadurch, dass ich da Winkel montiert habe, kann ich das Ding einfach runterheben und komme hinten in die Kabelschächte rein. Also richtig, richtig cool geworden, wie ich finde. Ich habe mich extra dazu entschieden, die Xbox One nach oben zu setzen, weil die ja erstens, wenn dann am meisten läuft und vor allem halt auch am meisten Heat produziert. Und deswegen wäre das da im Zwischenbereich nicht so gut, aber hier oben passt sie, finde ich, ganz gut rein. Wie am Anfang angesprochen, fehlen jetzt allerdings noch die richtigen Füße. Ihr seht, ich habe da einfach nur ein paar Latten zusammengespackst, damit wir halt irgendwie dabei die ganze Platte nach oben halten können. Ich habe mir aber damals zu Beginn schon gedacht, dass ich aus meinem alten Schreibtisch die Platten quasi zu einem Fuß umfunktionieren werde. Und deswegen, ihr seht hier vielleicht, ich habe einmal oben die Tischplatte und dann rechts quasi noch einen relativ großen, ja, Unterstand, in dem habe ich quasi ein Regal damals reingemacht, wo auch eben meine ganzen Festplatten und Kabelmanagement hinterlegt war. Und ich habe die ganzen einzelnen Platten genommen, habe dann da auf zwei eine Gärung drauf geschnitten und eben nochmal ein Distanzstück zwischen hinein. Das Ganze habe ich so designt, dass quasi außen links und rechts die Platte ist und in der Mitte ein Schlitz ist. Dieser Schlitz ist quasi dafür da, wir haben ja bei unserer Tischplatte unten eine Querleiste angeschraubt und diese verschwindet dann eben in diesem Spalt, deswegen die 7 cm breit und eben alles auf Gärung. Und so schauen die ganzen Füße dann zum Schluss aus. Einfach halt alles verschliffen. Und sie schauen nicht nur massiv aus, sondern sie sind auch verdammt schwer. Aber dadurch, dass wir natürlich oben diesen kleinen Holzriegel, sage ich jetzt mal, da an die Tischplatte angeschraubt haben, können die auch nicht umfallen. Also die sind quasi von vorne auf diesen Riegel draufgeschoben. Natürlich unten kurz einmal ausgerichtet, damit die halt ungefähr 90 Grad Winkel zum Boden stehen. Und somit hat man da eine schöne, saubere Kante. Und wie ich finde, schaut es auch richtig gut aus und es passt auch ziemlich gut zum Holz und somit ist es ein schöner und sauberer Abschluss. Ja, liebe Leute, und das soll es aber dann auch von dem Projekt Schreibtisch gewesen sein. Hier jetzt ein paar Wochen später nochmal eine kleine Übersicht. Ihr seht, ich bin da einfach ein bisschen rumgegangen, habe euch das hier mal ein bisschen gefilmt und nochmal ein paar Fotos gemacht, wie es denn jetzt im fertigen Zustand aussieht. Einen neuen NAS-Server habe ich auch noch dazu bekommen, denn hier mit diesen zwei YouTube-Kanälen, für die, die es nicht wissen, ich habe ja auch noch einen Gaming-Kanal, den verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung und eben diesen hier. Und mittlerweile war einfach der Speicher dann doch ziemlich voll, das heißt hier nochmal NAS-Server-Erweiterung. Hier unten Kabelmanagement jetzt richtig nice, alles eingebaut und ja, das ist es dann gewesen. Ihr seht auch, die Wireless-Ladestation funktioniert. Das haben wir ja beim letzten Mal schon getestet. Das heißt, ich kann mein Handy einfach da hinlegen und der Akku wird geladen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Projekt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video bewerten könnt und vielleicht ein Abo da lassen wollt, wenn ihr eben die zukünftigen Projekte nicht verpassen wollt. Ansonsten habe ich noch einen Affiliate-Link für alle Produkte, die ich eigentlich sonst immer so verwende, unten in der Videobeschreibung. Dadurch helft ihr mir auf jeden Fall auch enorm. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.